Die sind immer so freundlich zueinander. Das ist so schön. Was? Sie hatten immer noch keine Ahnung, dass Wilder ihnen half? Sie war nicht die Einzige. Auf dem ganzen verdammten Campus sind die Lichter aus. Jemand hat den Strom ausgeschaltet. Das sollte eine Geheimoperation werden. Oh! Boah. Jack Joyce, wie auch immer. Oh. Ja, auf Hard ist das schon ein bisschen was anderes. Auf Normal habe ich ja, wie gesagt, schon durchgespielt. Und er war noch ein bisschen... Ich meine, ich hätte schwerer erwartet. Aber es ist schon nicht ohne. Muss schon sehr... ausgiebig mit den ganzen Kräften spielen, die man hat. Beim ersten Playthrough war das halt so, dass ich halt wirklich einfach nur dauerballernd hier durchgegangen bin. Das kann man hier vergessen. Wo ist er denn? Jawohl. Da ist er. Bam. Mir fällt auch gerade mal auf, dass er total die Hochwasserhosen trägt. Aber okay, jedem das seine. Ah, hier noch irgendwo was? Okay, ich muss zur Bibliothek. Nein. Da geht's lang. Keine Sammelgegenstände mehr. Ach, die werden ja noch gar nicht angezeigt, ich Idiot. Egal. Was haben wir denn hier noch? Keine Zeit zu vergeuden, ich muss. Oh, Gods of Asgard! Das ist richtig geil. Wieder ein kleines, kleine Referenz an Alan Wake. Ich geh nochmal umgucken. Nicht, dass ich hier irgendwas vergesse. Also, man kann halt, seine Fähigkeiten skillen. Und dann sieht man auch zum Beispiel Sammelgegenstände in diesem Zeitblick. Aber dafür muss man halt erst geskillt haben. Und das geht so früh noch nicht. Naja, hält's mich nicht. So, oh, da. Warum bringen Sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Will, Sie haben ihn zur Bibliothek gebracht. Ich muss einen Weg nach drinnen finden, und zwar schnell. Ja, dann machen wir doch mal. Ich sollte mir abgewöhnen, diesen Satz zu sagen. Ich sag das einfach viel zu oft. Ist hier noch irgendwo was? Ich glaube aber nicht. Geht's auch nicht rein. Wo kam das her? Ja, da gibt's ein bisschen Bambule, ne? Den Weg nach oben sein. Ach ja, stimmt ja. Irgendwie muss ich das Teil verlangsamen. Volltreffer. So machen wir das. Ah, komm schon. Moment. So. Jetzt hängt er hier ein bisschen. So. Airlift Prime. Haben den Kern der Zeitmaschine und sind auf dem Weg. Hey! Hände hoch! Was zum Teufel ist hier los?
schöne Lichteffekte sind los. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Sie haben ihn. Mhm. Ich frage mich, wo der Bruder ist. Wartet mit einem Nottrupp auf die Ankunft von Morlock Actrell. Alle So kann man auch Hallo sagen. Die Bibliothek fliegt in die Luft? Jetzt? Ja. Warum nicht? Wo lang? Da lang. Irgendwas ist hier irgendwo. Hier ist ein Echo. Warum bringen Sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. So. Ampule. Und Zeitschild. Das ist ganz geil. Ähnlich wie der Bubble Shield in Halo. Nur bestehend aus Zeit. Kurz gucken. Alles klar. Oh, 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 oh. Das geht doch gleich in die Hose. Oder auch nicht. Kann die Scheiße dann nicht in die Luft gehen? Komm schon. Genau so. Spaß mit diesen ganzen Zeitkräften zu spielen. Okay. Dir geht's gut. Ansonsten ist das ja nur ein regulärer Third-Person-Shooter, aber diese Zeitkräfte machen das halt schon spannend und interessant. Es ist halt dann fast so, als wäre jedes Feuergefecht irgendwie ein kleines Rätsel. Wie setze ich die Kräfte am besten ein? Wie setze ich sie richtig ein? Das ist ganz cool. Wir müssen uns beeilen. Wo ist mein Auto? Die Farbe hat mir nicht gefallen. Holen wir uns ein neues. Was? Nein, Jack! Ich brauche meine... Warte kurz. Mhm. Meine Akten. Mal nachladen. Ich kaufe dir eine neue. Ist doch nur eine verdammte Aktentasche. So. Wo haben wir es denn jetzt da? Ist einer. Oh, 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 oh. Ja! Machen wir da, da und da. Da kommt einer hoch. Oh! Das wird er bereuen. Komm mir ein bisschen zu nah! Scheinen ihre Meinung geändert zu haben. Einer ist noch da. Ein bisschen Hilfe?
Waren das alle? Ja, ich denke schon. Zumindest für den Moment. Wir müssen meine Aktentasche holen und dann Beth Wilder finden. Warum? Wer ist das? Sie weiß vom Riss. Ich vertraue ihr. Schön, dass du jemandem vertraust. So einfach ist es nicht, Jack. Ich habe dich nicht in alles eingeweiht, um dich zu beschützen. Beschützen? Danke, das ist sehr gnädig von dir. Sieh nur, wie beschützt wir sind. Das ist nicht meine Schuld. Beth hat mich davor gewarnt. Ich habe alles unternommen, um es aufzuhalten. Du hast mir nie etwas gesagt. Nichts. Ich konnte nicht... Wie lange weißt du es schon? Für sowas haben wir jetzt keine Zeit, Jack. Wir brauchen diese Aktentasche. Ja, dann holen wir sie doch. Na los, bevor hier noch mehr von denen auftauchen. Edward Norton Lawrence. Da mag auf jeden Fall jemand Edward Norton. Schnell, hier lang. Jack! Plot Twist. Jack, wir müssen los. Warte. Tut mir leid, Jack. Nein! Paul, was ist mit dir? Was tust du da? Nur was nötig ist. Denk nach, du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Ich weiß genau, was auf dem Spiel steht. Deshalb bin ich hier. Ich gebe dir eine Chance, dich anders zu entscheiden. Dieser Pfad ist vorbestimmt, lässt sich nicht ändern. Vergangenheit, Zukunft, ich hab's gesehen. Ich hab's erlebt. 17 Jahre lang. 17 Jahre. Das warst du, das erste Experiment. Geh mit mir und wir stehen das durch. Oder klammer dich an deine Hoffnung und geh dabei drauf. Hör zu, ich habe ein Gerät. Ich kann das aufhalten, wirklich. Ich habe der Gerät. Kannst du nicht. Das ist Wahnsinn. Es schadet nicht, es zu versuchen. Tut es doch. Und deshalb kann ich deinen Widerstand nicht dulden, Will. Das hier muss wirklich nicht so enden. Wir können das nicht zulassen. Ich werde niemals aufgeben. Es dauerte Jahre, bis ich verstand, was zu tun war. Aber die haben wir nicht mehr. Warte, warte, warte. Auslösen. Ich hab das nicht gewollt. Nein! Brother. Akt 1 fertig. Wie geht's jetzt weiter? Kein Knopf? Doch, da. Fortfahren. Mein Name ist Paul Serene. Ich gründete Monarch Solutions vor 17 Jahren mit einem sehr klaren Ziel. Es gibt solche, die mein Handeln in Frage stellen. Ich nehme dies als letzte Rechtfertigung auf, als ein Zeugnis, wie es zu all dem kommen konnte. Ich war immer der Mission verschrieben. Ich verlor mein Ziel nie aus den Augen, welche Opfer auch nötig waren. Weil ich gesehen habe, wohin es führt. Ich habe das Ende gesehen. Wir haben ein Problem.
Es gibt keine Neuigkeiten zu Jack Joyce. Er müsste mittlerweile hier sein. Wir haben wohl einen Verräter unter uns. Denken Sie an Ihre Medikamente. Boah, die Gesichter sind so gut, ey. Nehmen Sie Jack. Das hat Priorität. Nehmen Sie die besten Männer. Da ist mehr. Wie Sie wissen, hat Jacks Einmischung zu unerwarteten Komplikationen geführt. Zeugen aus der Universität wurden hierher gebracht. Das sollten Sie sich ansehen. Wir können uns in dieser Phase des Plans keine weiteren Hindernisse leisten. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Wir können mit Gewalt alle offensichtlichen Beweise beseitigen. Sir? Aber wenn diese Zeugen verschwinden, dann... Die Öffentlichkeit würde anfangen, Fragen zu stellen und sie könnte sich gegen Monarch wenden. Das heißt, man muss sich jetzt entscheiden, was man machen muss. Kampagne starten und die Stadt auf unsere Seite bekommen. Diese würde aber nichts gegen die losen Enden unternehmen. Guten Tag. Genau. Es ist Ihre Entscheidung, aber bedenken Sie, die Männer werden Ihre Entscheidung als unsere Strategie nach vorne ansehen. Was gibt's denn hier nochmal an Sammelgegenständen? Da war noch ein bisschen was, ne? Ja, drei Stück. Ist mal das hier? Das hat nämlich auch einen Einfluss auf die Serie. Ich möchte, dass das in mein Büro geliefert wird. Was ist das? Zur Erinnerung. Das sieht man dann immer an dem Symbol rechts oben, dass das eine Auswirkung auf die Serie haben wird. Die halten sich aber eigentlich eher in Grenzen. Jack würde niemals die Wichtigkeit dessen verstehen, was ich getan habe. Es war nicht der Tod, den William verdient hatte, aber sein Wissen stellte ein zu großes Risiko für unseren Plan dar. Es war das erste Mal seit Urzeiten, dass ich der Ground Zero-Operation einen Besuch abgestattet habe. Der Ort, an dem ich angekommen bin, als ich 17 Jahre in die Vergangenheit gereist bin. Der Ort... 17 Jahre! Oh mein Gott! Wer ist das? Amy Ferrero. Sie ist eine der Zeugen. Wir warten auf Ihre Befehle, wie wir vorgehen sollen. Das finde ich halt ganz geil. Meine Kräfte wurden stärker, selbst als sich das Cronan-Syndrom verschlimmerte. Ich konnte mich für einen Pfad entscheiden, der dann zur wirklichen Zukunft werden würde. Aber es stand mir nicht frei. Der Moment würde nicht vorübergehen, bis ich meine Entscheidung getroffen hatte. Knotenpunkt-Auswirkungen. Die Knotenpunktkraft offenbart zwei potenzielle Varianten der Zukunft. Deine Entscheidungen bei den Knotenpunkten bestimmen, wie die Geschichte im Spiel und in der Live-Action-Serie weitergeht. Wähle mit Bedacht. Sir, jawohl, Sir. Was nehmen wir denn? Schauen wir erstmal, was uns die ganzen... was uns die beiden Möglichkeiten bieten. Unsere Plan müssen beseitigt werden. Nein! Monarch würde den harten Weg einschlagen, alle Hindernisse aus dem Weg räumen und alle Zeugen eliminieren. Es würde nicht schön sein, aber ich hatte schon zuvor schwere Entscheidungen für das größere Wohl getroffen. Ich habe hier alles durchsucht und so einiges über deinen Bruder gefunden. Das ist echt scheiße, Mann. Ich habe Monarch vertraut. Aber die Bewohner von Riverport würden sich gegen uns wenden. Unsere Geheimnisse würden sicher sein, aber die Öffentlichkeit würde uns hassen. Jack würde neue Verbündete finden. Monarch hat keinerlei Befugnis, sie aufzuhalten. Und sagen Sie das auch den anderen auf dieser Brücke. Also Zeugen töten, aber die Stadt hat dann keinen Bock mehr auf Monarch. Und dann schauen wir doch mal, was PR quasi auslöst. Starten Sie eine PR-Kampagne. Ich will eine Stellungnahme. Und das alles nur wegen Jack Joyce. Monarch würde einen öffentlichkeitsfreundlichen Ansatz wählen und die Bevölkerung manipulieren, damit sie auf unserer Seite steht. Unsere Lügen würden uns die Kontrolle verschaffen. Die Jagd ist noch in vollem Gang. Die Behörden suchen weiterhin nach Jack Joyce. Hey, da unten schleicht jemand herum. Hey, ich glaube, das ist Jack Joyce. Wir würden die Medien nutzen, um Jack bloßzustellen und ihn dann zu jagen. Dann haben die Leute nämlich keinen Bock auf Jack, ne? Den ich in der Sicherheitsstation gestohlen habe. Aber die Zeugen wären irgendwo da draußen und Jack würde unsere Geheimnisse erfahren. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde vermuten, dass der Weg mit der PR-Kampagne wahrscheinlich das ist, was eine Firma eher machen würde. Anstatt einfach Leute abschlachten und dann so tun, als wäre nichts. Stattdessen lieber das Ganze irgendwie positiv nutzen. Deswegen werde ich tatsächlich PR auswählen. Serena schließt sich dazu, Angelegenheiten mit Hilfe
von PR anzugehen. Er manipuliert die Medien, um Jack Joyce als den Schuldigen für den Vorfall an der Universität darzustellen. Das würde ich doch mal sagen. Machen wir so. Wir können keine Aufmerksamkeit riskieren. Die Zeugen müssen den Mund halten. Behalten Sie sie im Auge. Ist natürlich auch ein Risiko, ne? Wir brauchen die Stadt auf unserer Seite. Aber was ich ganz geil finde, dadurch, dass man jetzt Paul Serene spielt, so kann man sich besser in den hineinversetzen. Sie ist der Kopf, es ist, er ist nicht einfach nur irgendwie ein Bösewicht, den man versucht aufzuhalten, sondern man kann es irgendwie verstehen, würde ich jetzt noch nicht sagen, aber man identifiziert sich auf jeden Fall mehr mit ihm. Das finde ich ganz geil eigentlich. Ich gehe diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Ich nutze meine Kraft, uns zu leiten. Uns so gut wie möglich auf das Ende der Zeit vorzubereiten. Das gibt den wenigen Erwählten die Chance zu überleben. Ich habe das Ende der Zeit gesehen. Du hast beschlossen, dass Serene die Angelegenheiten mit PA angeht. Ach, das ist cool. Die Freunde, also wird dann auch angezeigt, was die Freunde gemacht haben. Ey, alle meine Freunde sind cool. Und haben sich genauso entschieden wie ich. Und 70% der Community, die das Spiel gespielt haben, sehen das ebenso.